Ich kann nicht glauben, dass Ludmila das getan hat. Und ich kann nicht glauben, dass du so überrascht bist. Also Leute, wir müssen Violetta entlasten. Ja, und dabei können wir gleich Ludmila belasten, sodass niemand für sie stimmt. Irre ich mich oder höre ich da meine Cousine sprechen? Sind das doch ihre Methoden? Das kann man nicht vergleichen. Okay, Leute, das reicht. Bevor ihr irgendwas macht, rede ich zuerst mit Ludmila. Ja, damit sie dich beeinflusst. Leute, jede Minute geht jemand auf Umix und kriegt den Eindruck, Violetta wäre ein schlechter Mensch. Ja, das geht nicht. Ja, das hat sie nicht verdient, echt. Okay, ich lade das ganze Video hoch. Nicht um Ludmila anzuschwärzen, sondern um Violetta zu helfen, richtig? Wie du willst, bloß mach es. Okay, fertig. Leute, ich weiß jetzt, dass Broadway Gregorius Spion ist. Ich habe das Gregorius sagen hören. Warte, du musst dich wohl verhört haben. Wie kommst du darauf, so über einen von uns zu sprechen? Ist Broadway aber ins Studio gekommen auf Empfehlung Gregorius, oder nicht? Klar, deswegen hat er ihn immer vor uns verteidigt. Also vielleicht hat anderes doch richtig gehört. Also ich bitte euch, ihr werdet doch wohl nicht dem Trottel hier glauben, oder? Broadway ist ein so toller Mensch, er würde so etwas nicht mal im Traum wagen. Ich glaub's nicht, dass ihr so über ihn denkt, Leute. Ah, da bist du. Kannst du bitte allen sagen, dass du nicht Gregorius Spitze bist? Andres rennt hier rum und behauptet das. Das nervt mich und macht mich wütend. Sag's ihm. Na los. Das darf nicht wahr sein.